Können die Fenster vielleicht nochmal aufmachen, dass man ein bisschen frische Luft hier hat. Ja, wir haben vorhin von der Nancy etwas gehört aus dem 11. Jahrhundert. Wie hieß der Kaiser nochmal? Hast du auch schon vergessen? Ja. Hohenstaufen, ne? Genau. 1000 irgendwas nach Christus. Okay. Ja, wir werden heute noch ein bisschen mehr Geschichte machen. Und zwar, ja, ich mal zum Einstieg etwas erzählen aus dem 16. Jahrhundert, genauer gesagt im Jahr 1545. Da gab es einen bestimmten Mann, der saß in seinem Arbeitszimmer, das war in einem Turm, und er ging gerade voll motiviert ran und hat sich vorgenommen, den Römerbrief zu studieren. Er wusste, dass ja, es ist richtig schön gehaltvoll, strukturiert, und er wollte es einfach nochmal richtig verstehen, wie das Gott sich gedacht hat, wie wir gerettet werden und verschiedene Themen, und macht sich ran. Und direkt im ersten Kapitel, als er da anfängt, sich das genauer anzuschauen, zu studieren, da stößt er auf einen Vers, der dann tatsächlich in seinem Leben alles neu gemacht hat. Und zwar war das Römer 1, der Vers 17. Da lesen wir in Römer 1, Vers 17, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Und er hat es bisher immer ganz anders gehört, was man tun muss, um vor Gott gerecht zu sein, dass man angenommen wird. Und nachdem er das verstanden hat, dass die Gerechtigkeit, dass man selbst gerecht wie er als gerecht gezählt wird, dass es ein Geschenk ist an diejenigen, die seinem Wort glauben, da konnte er es kaum fassen. Ja, das ist so ein Glück, dass das so einfach, dass man es geschenkt bekommen kann. Und er schrieb später in einer Schrift, hat er aufgeschrieben, wie sehr ich vorher die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so pries ich sie nun mit entsprechend großer Liebe als das mir süßeste Wort. Ja, wer hat es erraten, um welchen Mann es sich hier wohl handeln mag? Jemand eine Idee? Hier vorne, der Martin. Martin Luther, ganz genau, sehr gut, aufgepasst. Ja, Martin Luther war damals noch ein katholischer Mönch, der ja in einem Kloster war, in Wittenberg. Und er hatte sein Arbeitszimmer eben in so einem Turm in dem Kloster. Und deswegen wird dieses Erlebnis, diese Erkenntnis, nennt man dann auch sein Turmerlebnis. Und man sagt, das ist quasi die Geburtsstunde der Reformation gewesen, diese Erkenntnis. Und die protestantische Reformation, zwei Hauptpunkte davon waren, erstens die Autorität der Bibel, also das die Bibel eben Gottes unfehlbares, verbindliches Wort für jeden ist und dass keine Kirche sich einfach darüber hinwegsetzen darf. Und der zweite Punkt war eben die Frage, wie werde ich denn gerettet? Wie kann ich ja vor Gott gerecht werden, um von ihm angenommen zu werden? Und über diesen zweiten Punkt wollen wir heute mal in der Predigt noch mal genauer nachdenken. Ja, zu Luthers Zeit gab es natürlich einige Fehlstellungen, beziehungsweise war das Problem, dass die Kirche die Lehre der Bibel auch verändert hat. Die Leute, die haben die Bibel auch gar nicht gehabt, so, die hatten gar nicht die Möglichkeit, das zu lesen. Das gab es erstmal nicht in der Sprache und es war sowieso viel zu teuer. Das konnten normale Leute alle überhaupt gar nicht machen. Und die Kirche hat das sozusagen dann auch voll missbraucht, dass sie ja auch dann ihre eigenen Zusätze und Dinge dazu gesagt haben, was sie alles zu tun haben. Und so haben sie zum Beispiel, ja, in der Zeit waren ja auch viele
große Kirchen, ich glaube der Petersdom oder verschiedene Kathedralen wurden gebaut. Das kostet alles und so hat die Kirche dann zum Beispiel diese Ablassbriefe eingeführt, dass die Leute sich eben ja so ein Zertifikat sozusagen kaufen sollten und dadurch ihnen die Kirche versprochen hat, dadurch werden deine Sünden dann vor Gott auch vergeben sein. Wir haben das sozusagen ausgenutzt, die Leute ausgenommen und es ging so weit, dass sie sogar gesagt haben, ja, du kannst dir heute schon so einen Brief kaufen, morgen kannst du dann sündigen und dann ist dieser Brief schon gültig, dass das dann schon wieder weg ist, ne? So wie ein Freifahrtschein, so Hauptsache verkauft. Und Martin Luther war es alles so zu viel zuwider und wollte es einfach wissen, was sagt Gottes Wort. Und viele Leute hatten einfach doch Angst, eine Ehrfurcht vor Gott, dass sie vor Gott gerecht sein wollten und haben das dann auch tatsächlich doch mitgemacht, haben diese Briefe gekauft, haben das hingenommen, dass das der Weg wäre, gerecht vor Gott zu werden. Ja, heute leben wir in einer ganz anderen Zeit, heute haben wir ganz andere Umstände. Und mir kommt so vor, dass heute die meisten Menschen eigentlich so völlig sich gar keine Sorgen machen, was die in der Zukunft sein wird, wie sie einmal vor Gott stehen werden, dass sie von Gott beurteilt werden könnten. Viele sagen, ja, ich brauche nichts, mir geht's gut, warum soll ich mich jetzt um meine Errettung kümmern, warum ich habe Besseres zu tun. Ja, vielen fehlt einfach komplett diese Ehrfurcht. Ja, und auch dafür ist der Römerbrief sehr wertvoll, wovon wir jetzt den ersten Vers gelesen haben. Das möchte ich einfach heute mal nochmal allen empfehlen. Jeder, der den Römerbrief noch nicht gelesen hat oder schon länger her ist, dass er es gelesen hat, nehmt euch den einfach mal vor, ihn durchzuschauen. Das ist wirklich sehr schön, sehr systematisch aufgezeigt, ja, wie der nach welchen Prinzipien Gott mit uns handelt, ja, was er uns auch schenkt, wie können wir in unserer Stellung vor Gott gerecht sein, aber auch dann unser Wandel, wie ist das, wenn der Wandel nicht immer gerecht ist, auch später, wie Gott damit umgeht. Die ganzen Fragen in unserem ja, täglichen Christsein, viele Fragen finden wir da, die Antworten im Römerbrief. Und ich möchte heute da nur auf einige einzelne Stellen eingehen in den ersten drei Kapiteln des Römerbriefs und erstmal ja, den Ausgangspunkt anschauen, ja eigentlich für uns alle Menschen. Und dazu können wir in Römer 1 den Vers 18 aufschlagen, wie es da beschrieben ist. Das sieht nicht gut aus. Römer 1, Vers 18, denn es wird offen geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Ja, jeder Mensch von uns war ungerecht in seinem Leben, hat Dinge getan, die gegen Gottes Willen waren, dass wir uns ja in die Position kommen, wie das hier gesagt wird, dass wir als Feinde Gottes damit gelten, dass wir auch den Zorn Gottes damit auf uns ziehen, mit diesem ja, Verhalten, mit den Sünden, die wir irgendwo jeder von uns getan haben. Mir war das von klein auf eigentlich auch immer bewusst, dass da Böses ist in meinem Herzen, dass ich Rettung brauche. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich doch gedacht irgendwie, ich bin ja nicht so schlecht dran, weil ich weiß ja die Lösung. Ich weiß ja, da gibt es eine Lösung und ich kann das ja dann einfach machen. Ne? Wenn ich will, kann ich anfangen, wirklich an Jesus zu glauben, kann mein Leben dann ändern und habe das einfach so kalkuliert. Ja, wenn es mir so und so geht, wenn ich denke, dass es mit der Welt zu Ende geht, dann würde ich mich für Jesus entscheiden, als ob man das einfach so machen kann. Und wenn wir dann weiterlesen eben in Römer 1, nächsten Abschnitt, dann sehen wir, dass das doch ziemlich gefährlich ist, so ein Denken. Ja, wenn wir dann verharren, Gott abzulehnen, zu sündigen, dann hat das Folgen, hat das Konsequenzen, die es ja schon hier in diesem Leben gibt. Das war mir damals so gar nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, ja, eine Ewigkeit errettet, das ist so das Wichtigste, ne?
Aber ja, dass ich hier auf der Erde mich schon in eine Spirale reinkomme oder dass die Sünde etwas mit mir macht, davor hatte ich gar nicht, ja, so die Furcht oder so. Und ja, ich will es jetzt nicht komplett lesen, aber es ist da ziemlich ausgeführt in Römer 1. Und der Begriff, der da immer wieder vorkommt, ist, dass davon gesagt wird, dass wir dahingegeben sind. Wir kommen in einen Zustand, wir sind dahingegeben, ja, einen verfinsterten Verstand zu haben, ja, die unmöglichsten Theorien anfangen zu glauben, statt der Wahrheit, ja, vielleicht sogar die Wahrheit zu hassen, dahingegeben, ja, nur für die eigenen Begierden zu leben, in Neid und Bitterkeit, ja, bis zu sexueller Perversion oder Blutvergießen, ja, dass das immer weitergeht, und das sind wirklich Konsequenzen, die es wirklich zu fürchten gibt. Dass eine Gefahr besteht, dass wir uns irgendwann auch gar nicht mehr um unsere Rettung kümmern, ja, sodass niemand, ja, so denken sollte, irgendwann will ich Frieden mit Gott machen, jetzt mein Leben leben. Irgendwann hat man vielleicht gar nicht mehr den Wunsch oder hört gar nicht mehr den Ruf dahin. Ja, dann weiter in Römer 2 richtet sich Paulus an die jüdischen Leute in Rom und sagt, oder diese Leute, die sagen dann, ja, ja, du hast jetzt zu den Heiden gesprochen, ja, die sind wirklich schlimm, aber wir, so haben wir ja nie gelebt. Wir haben alles getan, um möglichst genau nach Gottes Geboten zu leben. Wir nehmen das voll ernst und versuchen, so viel wie möglich für Gott zu machen. Und ja, sind also mit so ein bisschen beruhigt, legen das so vor, und sie haben auch recht, das tun sie. Aber Paulus muss diesen Leuten schreiben, die sich dann ja vergleichen und meinen, dass sie viel besser sind. Er sagt ihnen in Römer 2, Vers 23 und 24, du rühmst dich des Gesetzes und verunehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um euretwillen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Das ist ziemlich hart. Und wenn sie ehrlich sind, müssen sie wirklich einsehen, dass trotz aller Bemühungen, die sie haben, dass ihr Herz doch voller bösen Sachen sind, dass da immer wieder Fehltritte sind, dass Sünden passieren, sodass ja sogar die Ungläubigen sich darüber lustig machen, dass ja auf der einen Seite redest du so und so und dann tust du das. Ja, was ist das denn? Und dass sie doch nicht schaffen, so für Gott zu leben, wie es sein soll. Ja, und so kann es vielleicht auch ja für uns sein, dass wir jetzt nicht irgendwie jüdischen Hintergrund mit dem Gesetz, aber vielleicht auch sogar in der Gemeinde aufgewachsen, dass wir versuchen, etwas zu ändern, selbst zu ändern. Das ist ja auch irgendwie so logisch, ne? Man möchte näher zu Gott, um Gott zu gefallen, Sachen zu machen, die eben gerechte Menschen machen sollten, zum Gottesdienst gehen, helfen, soziale Projekte, bestimmte Gebete zu sprechen. Und desto mehr ich das mache, desto besser sind meine Chancen, Vergebung für das zu bekommen, was nicht okay war. Ja, habe ich ja schon eine bessere Chance. Das ist so wie ein menschliches, logisches Denken. Und es kann sogar funktionieren, dass man sich so sieht, dass man sich auch sogar so fühlt, dass Gott mit einem schon zufrieden sein müsste und dass das so okay ist. Aber ja, je mehr wir Gott wirklich kennen, wie Gott ist, dass er absolut heilig ist, dass er gerecht ist, dass gar keine Dunkelheit in ihm ist, er auch keine Gemeinschaft mit Sünde, mit so etwas haben kann und möchte, ja, dann können wir nicht mehr dabei bleiben, das so zu meinen, dass wir mit unseren guten Taten irgendwas aufwiegen können, was wir Böses getan haben. Und das gilt einfach der schriftliche, verbindliche Maßstab, den Gott uns gegeben hat, was Heiligkeit ist. Ein Teil davon sind die 10 Gebote, die sagen, ja, wie man gerecht lebt, und niemand schafft es, da wirklich untadelig zu sein. Und so ja, endet dann auch dieser ganze
ganze Beschreibung, Aufzählung, ja, unseres Zustandes endet in Kapitel 3, in den Versen 19 und 20 mit einem Fazit. Kapitel 3, 19 und 20. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, da kann man wirklich verstehen, dass Luther das gehasst hat, diesen Begriff, die Gerechtigkeit Gottes, weil am Ende ist das Resultat, dass wir einfach des Todes sind, dass wir schuldig sind, dass wir diese Gerechtigkeit nicht erreichen können, dass wir ja, das nicht erfüllen können und das Urteil einfach nur Tod und Trennung von Gott sein kann. Und es ist halt wie so ein Gerichtsverfahren eben hier beschrieben im Römerbrief, ja, dass was ist die Gerechtigkeit, was sind die Möglichkeiten, aber wie ist die Realität? Und dann ist das sozusagen der Schuldspruch. Wir sind alle schuldig. Und es gibt auch kein höheres Gericht, das das irgendwie aufheben kann und dass es umentschieden werden kann. Normalerweise ist ja ein Gerichtsprozess dann mit der Urteilsverkündung auch zu Ende. Und wenn die Bibel hier zu Ende wäre, dann wäre das auch unser Ende, dass wir als ja, Resultat ewige Trennung von Gott haben müssten. Aber wir haben Römer 3, Vers 20 gelesen und direkt der nächste Satz, der fängt mit den Worten an, jetzt aber. Und es ist einfach das Allerwichtigste, das Allerbeste jetzt aber, was es geben kann. Es ist ein jetzt aber, was das ganze Vorherige aufheben kann, was es ungültig machen kann, was vorher gesagt wurde. Ja, es ist ein Jetzt aber, der auch quasi der Übergang ist in ein neues Heilszeitalter, im Neuen Testament durch Jesus Christus gekommen ist. Ja, und es ist auch ein Jetzt aber, was ja für jeden Einzelnen, der hier sitzt, auch ein Jetzt aber sein kann und will, was die Kraft hat, ja, dein Leben, deine Stellung vor Gott völlig zu verändern. Ich lese den ganzen Abschnitt, Römer 3, 21 bis 27. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn, Christus Jesus, hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünde ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Jetzt aber, also das Geheimnis ist, es gibt durch den Glauben einen Weg zur Rechtfertigung, der unabhängig davon ist, ob ich Gottes Gesetze gehalten habe, ob ich genau das getan habe oder nicht. Es ist außerhalb des Gesetzes, wie es hier steht, gibt es eine Gerechtigkeit. Und es ist nicht etwas komplett Neues. Im Alten Testament gibt es reichlich Hinweise, ja, schon ganz am Anfang, wo ja, Gott sagt, ja, da wird ein Nachkomme von Eva sein, der dem Satan und damit auch der Sünde den Kopf zertreten wird.
Und Gott hat also entschieden, dass jeder Mensch, der das Werk von Jesus, sein Opfer am Kreuz, für sich im Glauben als Geschenk der Vergebung annimmt, der wird von Gott, vor Gott gerecht sein, trotz seiner sündigen Taten, die er gemacht hat. Ja, ich denke, das ist eine Sache, wo wir einfach still werden und sagen, nochmal jeder für sich sagen kann, danke Jesus, dass du das gemacht hast. Das ist wirklich eine sehr gute Nachricht für uns. Und ja, viele haben, denke ich, auch sogar Mühe damit, weil es zu einfach ist, zu einfach scheint. Und viele Menschen, glaube ich, die vielleicht schon an die Existenz Gottes glauben, die ja, kriegen dann solche Gedanken vielleicht, ja, ist Gott denn wirklich gerecht? Und kann das so sein, dass Gott es einfach entscheidet, dass Jesus dafür bezahlt, was wir schuldig waren, und dass das durch den Glauben dann wirksam wird, dass der einzige Weg ist, wie das dann zählen kann, dass ich gerecht werden kann, kann das Gott einfach so entscheiden? Und eigentlich haben wir heute einen großen Vorteil, dass wir auf diese ganze Heilsgeschichte zurückblicken können und gucken, wie das alles schon erfüllt und gemacht und erklärt wird im Wort. Wir müssen uns mal reinversetzen im Alten Testament an die Leute, die da gelebt haben, die die Anweisung hatten, schon viele Voraussagen, was Gott tun wird, aber Anweisungen eben durch die Tieropfer, dann die Sünden, dass sie dadurch zugedeckt werden, dass sie einfach dann glauben mussten, ja, wenn sie das tun, dann wird Gott sie schonen, wird Gott nicht die Sünde richten, die sie getan haben, sondern ja, die Sünde ist zugedeckt. Und trotzdem müssen sie sich ja fragen, ja, wie kann das denn passieren? Die Tiere können das ja nicht wegmachen, das muss ja doch irgendwie noch endgültig bezahlt sein. Und sie hatten dann viele Verse. Jesaja 1, Vers 18 heißt es zum Beispiel, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Und ziemlich deutlich wird es dann weiter in Jesaja 53, Vers 5, wo der Weg auch schon angedeutet wird, wie Gott es machen wird. Bekannten Verse aus Jesaja 53, wo das Leiden des Messias dargestellt wird. Und doch war er verwundet um unserer Übertretung willen und zerschlagen infolge unserer Missetaten. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striebung ist uns Heilung zuteil geworden. Ja, wie das genau passieren sollte, das war dann eben den Leuten damals noch ein Geheimnis. Und hier eben gerade in diesen Versen in Römer 3, da wird dieses Geheimnis gelüftet, ja, wie das dann endgültig auch voll zu Gottes, im Sinne von Gottes Gerechtigkeit auch erfüllt wurde. Diese vorläufigen Tieropfer dann durch Jesus endgültig gesühnt wurden, dass die Schuld stellvertretend durch das vollkommene Opfer, das Lamm Gottes, Jesus Christus, dann getragen hat. Und ja, eigentlich war es in beiden Fällen so, ob jetzt im Alten oder im Neuen Testament, in beiden Fällen musste man glauben, um das anzunehmen, um Gott wohlgefällig zu sein. Das war zwar eine Tat, das Opfern damals, aber auch da hat Gott das Herz gesehen, ob sie geglaubt haben. Ja, die ersten Menschen dann, Kain und Abel, beide haben geopfert. Das eine Opfer hat Gott angenommen. Das war in der Hoffnung, im Glauben. Du hast gesagt, ich mache das und ich glaube das, dass du das alles so tun wirst, wie es gut ist. Und der andere hat das aus Selbstgerechtigkeit gemacht. Ja, er wollte irgendeine Leistung zeigen. So. Und jetzt, so wie das Verständnis, ja, ich habe geleistet und jetzt, Gott, du musst. Und so können wir nicht zu Gott kommen. Wir können uns selbst im Weg stehen, wenn wir einfach mit unserem eigenen Gerechtigkeitsdenken meinen, so ist es richtig, und wenn Gott anders ist, dann will ich nichts mit Gott zu tun haben. Ja, dann sind wir ganz gefährlich, und Gott wäre nicht Gott, wenn er selbst 100% in allem gerecht wäre. Ja, wir können also einfach nur dankbar annehmen, dass wir durch Jesu Opfertod die Vergebung erhalten dürfen. Ich lese es nochmal, die Versen 24 und 25, Römer 3.
Wir werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Ja, es ist auch ein ausschließlicher Weg, der einzige Weg, wie wir vor Gott gerecht werden können. Und gleichzeitig ist es ein Weg, der für alle offen ist. Ohne Ausnahme wird jeder, der im Herzen glaubt, dieses Geschenk der Vergebung auch bekommen. So wie wir alle ohne Ausnahme dieses Urteil erstmal empfangen wegen unserer Sünde, so sind wir auch alle gleich eingeladen. Dann noch einmal zu der Frage, was ist so wirklich rettender Glaube? Wann glaube ich genug, dass es vor Gott zählt? Und die Verse hier, die sagen uns, es geht um den Inhalt. Der Inhalt des Glaubens ist entscheidend und nicht, ja, wie wir das gerade fühlen oder dass der Glaube eine gewisse Stärke haben muss auf irgendeine Weise. Der Inhalt des Glaubens muss und kann nur aus dem Wort Gottes selber kommen. Ob man das Wort jetzt liest oder gehört hat, jemand, der es wirklich so wiedergegeben hat, wie das Wort Gottes sagt, ist nicht entscheidend, aber das Wort Gottes ist das, woraus nur dieser Glaube kommen kann. Und ja, somit ist dann auch die Rechtfertigung in diesem Punkt nicht nur etwas Passives, ja, wir werden gerechtfertigt, es ist so, wie ja, Gott macht das, wir machen gar nichts, aber diese einen Schritte hin zum Glauben sind etwas Aktives, wo wir auch die Verantwortung haben, unser Herz auf- oder zumachen können, ob wir das Wort Gottes annehmen, aufnehmen, uns damit auseinandersetzen werden oder nicht. Und ja, dass wir es natürlich auch verstehen. Ja, das ist nicht so automatisch gehört und irgendwie funktioniert es, sondern wir müssen es verstehen, wir müssen es annehmen, wir brauchen vielleicht ein paar Erläuterungen, wir dürfen Fragen stellen, anderen, die sich schon länger damit beschäftigt haben. Aber am Ende bedeutet Glauben einfach völliges Vertrauen auf Jesus. Es ist ein bisschen vielleicht wie bei einer OP, wo man ja einen guten Arzt sich anvertraut, der genau weiß, wie alles wieder heil werden kann. So ein Vertrauen brauchen wir dort. Ja, ich komme schon zum letzten Punkt, wo wir uns nochmal auf ein paar Folgen zu sprechen kommen, die Rechtfertigung durch den Glauben hat. Und eine Folge, wie eigentlich das in dem Wort selber schon drin steckt, ist, dass wir einen neuen Stand haben. Wir sind gerechtfertigt, wir haben diesen Stand. Ich bin nicht mehr schuldig, bin nicht mehr ein Feind Gottes, sondern Gott sieht mich als völlig gerecht und heilig an. Ja, und diese Rechtfertigung ist vollständig. Wir können dort nichts hinzufügen. Ja, es wäre fehl am Platz, wenn wir so wie in einem Hebräerbrief, wie die Gemeinde hatte ein bisschen ein Problem, dass ja, sie etwas vorbringen wollten, einen Drang hatten, ja ihre Sünde, die sie getan haben, ja dafür noch etwas zu leisten, zu mildern, um selber auch ein besseres Gefühl dabei zu haben. Ja, es ist quasi eine Beleidigung, wenn wir im Sinne zur Vergebung eine oder Buße eine gute Taten tun. Wir sollen ja gute Taten aus Liebe, aus Gehorsam tun. Und wir müssen uns einfach darauf verlassen, dass es vollständig und ausreichend ist, was Jesus getan hat. Durch Jesus allein sind wir völlig rein geworden, weil Gott es so gesagt hat. Und ich möchte das nochmal mit einer ja, schon recht bekannten Geschichte verdeutlichen. Dazu springen wir mal ins 18. Jahrhundert noch, zum Kaiser Napoleon. Das ist eine Geschichte, ja, die zeigt, wie wir auch Gott wirklich beim Wort nehmen sollen. Also, bei einer Truppenparade in der Nähe von Paris scheute plötzlich das Pferd, auf dem Napoleon saß. Ein junger Rekrut sah die Gefahr, sprang aus der Reihe, ergriff die Zügel des Pferdes von Napoleon und bewahrte so den Kaiser vor dem Sturz. Darauf dankte ihm Napoleon in seiner spontanen, knappen Art mit den Worten: Ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Das war natürlich ganz offensichtlich der falsche Titel,
Es war nur ein Rekrut und er sagt, ich danke Ihnen, Herr Rittmeister. Also, der Rekrut lächelte ihn an und fragte zurück, von welchem Regiment, Majestät? Napoleon antwortete, von meiner Garde und ritt weiter zum anderen Ende der Parade. Unverzüglich legte der Rekrut sein Gewehr ab und gesellte sich zu einer Gruppe von Offizieren, die in der Nähe standen und sich unterhielten. Einer von ihnen, ein General, bemerkte den jungen Mann und sagte ärgerlich, was will denn dieser freche Kerl hier? Der Soldat schaute dem Sprecher fest in die Augen. Dieser freche Kerl ist ein Garde-Rittmeister. Sind Sie wahnsinnig? Wer hat das gesagt? Entgegnete der Offizier. Er hat es gesagt, erwiderte der Soldat ruhig und deutete auf den Kaiser, der am anderen Ende der Reihe die Parade abnahm. Verzeihen Sie, Herr Rittmeister, entschuldigte sich der General, ich hatte keine Ahnung von Ihrer Beförderung. Äußerlich gesehen war der junge Mann immer noch ein Rekrut. Seine derbe graue Uniform ließ ihn noch als gemeinen Soldaten erscheinen, aber in seinem Herzen wusste er um seine neue Würde. Und das wog alle Hänseleien seiner Kameraden und allen Spott seiner Vorgesetzten auf. Denn er hat es gesagt. Ja, hast du den Mut, dich heute ganz auf das zu verlassen, was Gott gesagt hat, dass er dich gerecht gemacht hat und annimmt, dann mach ja keine halbe Sache, stell dich im Glauben ganz auf die Seite zu Gottes Nachfolgern. Ja, eine weitere Folge ist natürlich ganz wichtig, die Wiedergeburt. In diesem Punkt, das ist ja die Neuschöpfung in unserem Herzen, dass wir versiegelt werden auch mit dem Heiligen Geist, dass wir eine ganz neue Gesinnung, ein neues Ziel bekommen im Herzen, dass wir von Selbstsucht befreit werden, dass der Geist wirkt in uns Frucht für das Reich Gottes und bewirkt, dass ja, das Gesetz für uns nicht mehr ein Zwang, eine Last, eine Bürde ist, sondern er befähigt uns aus Liebe für Gottes Willen uns hinzugeben. Ja, und wir sind nicht mehr so, wie es in Vers 23 steht, dass wir die Herrlichkeit Gottes verfehlen, sondern dass wir ja, die Herrlichkeit Gottes erleben dürfen, ob es in den kleinen oder in den großen Dingen ist. Ja, und egal, ob du dieses Geschenk der Vergebung schon angenommen hast oder nicht, ja, mach dir heute nochmal bewusst, wie groß, wie ja, voll Gnade, wie Güte dieses Geschenk von Gott ist, durch seinen Sohn Jesus Christus, das er uns gemacht hat. Er musste das nicht machen. Es gab keine irgendwie moralische Verpflichtung oder sonst was, dass Gott das hätte machen müssen. Aber er wollte so gerne, dass wir mit ihm leben können, in die ganze Ewigkeit auch. Ja, und wenn du noch keinen Frieden mit Gott hast, dann kannst du auf diesem Weg es heute bekommen, durch ja erstmal Erkenntnis deiner Situation, Anerkennung und ja ein Gebet des Glaubens, das ja erstmal auch zu verstehen, dass es eben dieses stellvertretende Opfer Jesu ist und es im Glauben anzunehmen. Warte nicht damit. Ja, und für auch alle, die den Schritt schon getan haben, ja, macht euch nochmal bewusst, welchen Stand ihr vor Gott habt. Nehmt ihn beim Wort. Ja, Christus alleine war es, der euch dahin gebracht hat und Christus alleine ist, der auch die nächsten Schritte euch befähigen kann. Ja, gib Gott die Ehre dafür und mach ganze Sache in der Nachfolge. Ja, und wir können einfach auch ein Beispiel daran nehmen, so wie Christus uns geliebt hat, obwohl da nichts Gutes war, obwohl wir Feinde waren, ja, dass wir auch so unseren Nächsten lieben und begegnen, die Liebe weitergeben. Ja, es schließt sich da ein bisschen der Kreis, wie was wir am Anfang gehört haben, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ja, lass uns noch beten gemeinsam, stehen wir auf.
Ja, lieber Herr Jesus, ich danke dir für diese unfassbare gute Nachricht, dass du ja für uns gerechtfertigt hast, dass du diese Schuld getragen hast, ja, obwohl so viele dich immer noch mit Füßen treten, auch diese Gnade mit Füßen treten, aber ja, dass sie so vollkommen ist und völlig ausreichend, ja, dass du auch möchtest, dass wir glauben, dass wir aus Liebe für dich leben. Solche Nachfolger gefallen dir, Herr. Bewahre uns, dass wir ja, uns selbst mit Werken etwas vormachen, dass wir ja einfach unsere Last nur vergrößern und du auch keinen Gefallen hast, sondern ja, dass wir dich beim Wort nehmen, dass wir ja auch Mut haben, auch in den Stunden, wo ja auch unser Leben ja auch wieder abseits geht, Herr, dass wir uns darauf zurück, dass wieder in Anspruch nehmen. Ja, jeden Tag dürfen wir wieder aus dieser Gnade leben, Herr. Danke, dass du es durch Jesus gemacht hast und ja, dir gebührt dann auch alle Ehre. Wir können ja nichts uns zuschreiben. Wir sind alle auf einer Stufe vor dir. Danke dir, dass du das alles um des Friedens willen, um ja, deiner Herrlichkeit willen getan hast und möchte dich anbeten, dich loben und dir danken. Amen. Ja, Waldemar, danke dir für das Wort. Das ist ein ganz, ganz tolles Wort. Mich erinnert das jetzt aktuell in Eschwege, waren 5 Tage evangelistische Abende mit Ulrich Pazani. Ulrich Pazani ist ein evangelischer Pfarrer. Er ist über 80, aber so klar in der Verkündigung, der hat, keine Ahnung, eine Stunde oder vorne gesprochen, nur mit der Bibel, ohne Manuskript ist, und auch sehr vollmächtig. Also schon. Vielleicht wisst ihr noch, wir haben das Projekt Leben finden vor der Pandemie von 19 auf 20, wollten wir gerne auch so eine Evangelisation hier machen und haben Projekte gemacht in Zusammenarbeit mit allen verschiedenen Gemeinden, einige Gemeinden. Und dann kam die Pandemie und dann wurde es verboten uns. Wir durften nichts mehr machen, wir haben es gecancelt und das Thema ruht. Und ich habe ihn die Tage gefragt, weißt du noch? Ja, ja, sagte er, das war, weiß ich noch. Also der ist wieder offen da, vielleicht tatsächlich das zu machen. Vielleicht können wir auch für beten und das können wir als Anlass nehmen, was Waldemar auch gepredigt hat. Das ist, wie sollen Menschen das glauben? An was sollen die glauben? An Buddha? An irgendeinen Gott? Bürgergott? Nein, das kommt aus dem Evangelium. Aus Gottes Wort kommt die Information, kommt das Evangelium. Die Kraft Gottes ist daran gebunden. Und es ist so schön, wenn du es in deinem privaten Alltag auch irgendwo erleben darfst, streuen darfst, weitergeben darfst an Menschen oder auch vielleicht kollektiv mit verschiedenen Gemeinden als Gemeinde, dass wir das Evangelium verkörpern, verkündigen, präsentieren. Und das ist unser Auftrag. Wir dürfen das einfach mitnehmen. Ich weiß nicht, ob Gott das bestätigt. Wir können dafür einfach beten. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger. Wir haben die Dringlichkeit heute gesehen und gehört. Rettung kommt durch Glauben und der Glaube kommt aus Gottes Wort. Und ich denke, die Wichtigkeit haben wir heute gehört. Möge Gott uns jetzt die Woche segnen. Wir seid eingeladen noch zum Kaffee und Tee trinken. Im Café auch die Gäste können gerne dazukommen. Schönen Austausch haben. Ja, Viktor hat noch was, sehr gerne. Du darfst ein Abschlusswort haben. Bitte sehr. Danke sehr. Hallo alle zusammen. Wie ihr seht, haben wir am Dienstag eine Übernachtung, ein Kids-Treff. Und es ist so, uns fehlt noch jemand, der mithilft, aber einfach zur Übernachtung da ist. Also es ist rein praktischer Dienst, man ist dabei und es fehlt halt noch eine Person, die mitmacht. Bis jetzt bin ich da, 8 Kinder und einfach mit übernachtet bis zum nächsten Tag. Also wer am nächsten Tag jetzt nicht konkret direkt um 6 Uhr raus muss und die Möglichkeit hat, das wäre schön, wenn wir da jemanden finden. Es geht jetzt rein darum, dass, weil es sind halt 8 Kinder und ja, dass die sehen, es sind Erwachsene dabei und nicht Angst kriegen oder so. Bitte? 14 Kinder mittlerweile. Okay, jetzt ein bisschen mehr als 8. Ich brauche 2 Helfer. Okay, ich brauche mindestens 2 Helfer. ja, der Abend gestaltet sich so, dass wir mit den Kindern was basteln. Es gibt einen Input, wer ist ein Pilzer, morgens wird gefrühstückt. Also da ist schon was mit dabei. Wer sich da traut mitzumachen, mit zu übernachten. Wem ein Zelt fehlt oder eins ausleihen kann, falls irgendwo Bedarf ist, wenn er mitmacht,
Der kann sich gern melden bei der Lida oder bei mir, Viktor Löwen und Lida Gorgenländer. Ja, wie gesagt, also meldet euch einfach. Super. Ich danke euch.